Ich bin Messerschmied von Beruf. Mir ist natürlich relativ nah, dass man dann solche Sachen immer auch so ein bisschen Verbindung mit einem Messer hat. Ich habe hier einen Äpfel. Sie können sich das so vorstellen. Das ist die heutige AHV mit einem ganzen Haufen an Geld, der verteilt werden darf. Wir haben hier am Tisch vier Rentner. Ich zähle mich da jetzt auch dazu. Wir nehmen hier den Äpfel und den verteilen. Das ist die heutige AHV-Rente. Darf ich das bitte weitergeben? Je Schnitzli für jeden, wie sich das gehört. Das ist das, was wir heute haben. Erstens der Topf, den wir haben, das Geld, das wir haben. Und zum Zweiten die Verteilung, wie sie heute stattfindet. Jetzt haben wir mit der neuen Angelegenheit, die da auf uns zu soll kommen, haben wir plötzlich das Angebot, dass wir jedem das ein bisschen mehr geben. Und zwar nicht jedem, sondern nur den neuen Rentner. Die Alten, wir zwei kommen nichts über davon, aber die Neuen, die kriegen etwas. Jetzt habe ich da noch, zum Glück noch eine Bier dabei. Und die geben wir jetzt den neuen Rentner. Das entspricht denen 70 Franken zusätzlich. So. Jetzt haben wir eine gute Ausgangslage. Da Hans und ich haben je ein Viertel, die anderen haben ein bisschen mehr. Das ist die Idee von dieser Reform. Das Problem ist einfach das. Ihr habt gesehen, am Anfang hatte ich einen Äpfel. Und das ist eigentlich das, was wir haben. Und weil ich jetzt muss noch etwas weitergeben, habe ich noch ein Bier irgendwo herzaubern, das ich vorher nicht hatte. Ihr merkt, es läuft auf das aus. Es ist irgendwo auch eine bierweiche Angelegenheit schlussendlich. Wir verteilen etwas, was wir nicht haben. Das funktioniert für mich als Unternehmer und als Wirtschaftsvertreter überhaupt nicht, in keiner Art und Weise. Und es löst all die Probleme aus, die Sie bereits kennen. Im Übrigen habe ich die zwei, die Bieren bekommen haben, mal gefragt, ob sie Lust haben auf Bieren oder ob sie das gerne haben. Auch das ist ein Problem, das wir haben. Wir haben 70 Franken zusätzlich, die im Gusskarrenprinzip allen verteilt werden. Ob sie das wollen, brauchen oder können sinnvoll einsetzen. Aber das Problem, das sich stellt, ist, woher nehmen wir die Bieren? Und dann sind wir genau wieder bei dem Punkt mit den Erhöhungen von unseren Abgaben. Und dass das zu einem Grossteil über die Wirtschaft läuft